Herzlich willkommen zu... Hoppala. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Skyward Sword. Wir befinden uns im Inneren des zweiten Tempels. Eigentlich ganz angenehm bis jetzt. Wir hatten ein paar kleine Problemchen gegen diese Echsen zu kämpfen. Und wissen gerade ehrlich gesagt kaum noch, wo lange es geht. Aber das ist ein Problem, das lässt sich ja lösen. Nehmen wir jetzt einfach mal... bisschen hier alles erkunden. Links stellt sich eben nochmal auf die Mitte der Kugel. Ich habe immer Angst, dass sie da runterfällt. Autsch. Da haben wir den Kleinen aber zerquetscht. Und hopp. Mal gucken, was wir hier noch in der Kiste finden. Eine blaue Vogelfeder. Diese kostbare Feder kann man nur bei extrem seltenen Vögeln finden. Ah, aber scheint noch eine seltenere Feder zu geben. Wenn das letzte dann eine Feder ist, bestimmt eine goldene Feder. Ich denke nicht, ich weiß das, aber ich vermute es. Weil, jetzt kommt's. Dass davor auch ein goldener Schädel war und Gold einfach wertvoll ist. Aber das interessiert jetzt auch keinen. Denn wir begeben uns natürlich jetzt zu dem X, das wir letzte Folge gesehen haben. Warte, ich zeig's nochmal kurz, damit jeder weiß, was gemeint ist. Hier befindet sich ein X auf der Karte und da liegt noch eine Truhe. Die werden wir uns zuerst holen. Was sieht aus? Könnte man eigentlich rüberhüpfen. Na egal, wir können auch hinrollen. Das ist ja auch weiter nichts Schlimmes oder Anstrengendes oder was auch immer. Das... ach ja. Ah, dann gehen wir mal hier lang. Denn da war ja das X. Es ist heute Donnerstag. Wow. Hoppala, hoppala. Alles ist so wie immer. Der Riss in der Wand hat weiter auch nichts zu bedeuten. Hm, anscheinend kommen wir hier aber nicht vorbei. Das ist natürlich jetzt clever gemacht. Ich habe gerade keinen Schimmer, was ich machen muss. Jetzt bin ich aber am Grübeln, ne? Falls ihr zufällig auch die Vogelgeräusche hört, was ich nicht vermute, dann kommen die daher, weil mein Fenster gerade offen ist. Sorry, wenn ich jetzt ein bisschen wenig rede. Ich bin gerade echt am Grübeln, wie ich eigentlich weiterkomme. Ja, okay, aber hat uns jetzt nicht wirklich weitergebracht. Aber wir haben ja die Karte. So. Die Karte, na. Hat der Riss nämlich doch was zu bedeuten? Ich wusste es. Dieser Riss sah nämlich sehr verdächtig aus. Und zwar werden wir jetzt einfach die Bombentasche benutzen, die wir auch mal letztens bekommen haben. Link ist ja schon talentiert, ne? Also das kann ich nicht. Bam. Was ist da passiert? Der Riss ist größer geworden. Und was ist jetzt passiert? Wir haben die Wand aufgesprengt. Was für ein Zufall. Jetzt werden wir mal eben uns hier durchquetschen. Blopp. Wir werden hier das erste Mal abspringen. Denn ich will nicht die Chance verpassen, irgendwas Wertvolles hier zu finden. Außerdem schaden uns Rubine nicht, wenn man mal die Tür... jetzt ehrlich. Seriously? Wollt ihr mich alle verarschen? Kommt da ein Schleim raus. Beim letzten Graben, ey. Unerhört sowas. Echt unerhört. Nicht okay. Aber ich verzeihe es euch. Wem auch immer, mit wem ich auch immer rede. Nintendo vielleicht. Denn ihr habt viele wunderbare Spiele gemacht. Darunter auch das hier. Bei dem ich fröhlich rote Kerlchen wegschnitzeln kann. Aber viel wichtiger ist jedoch, wie ich hier weiterkomme. Jetzt stehe ich schon wieder auf dem Schlau. Wie soll man mit der Kugel darüber kommen? Hm. Ich hoffe, ich brauche keine Bombe mehr. Ich habe nämlich keine.
Ein Silberner. 100? Nice. Aber leider weiß ich immer noch nicht jetzt, wie es hier weitergehen soll. Also hier geht es auf jeden Fall nicht weiter. Wie sieht es denn mit hier vorne aus? Hier muss ich anscheinend hin, also das ist klar, und wir kommen natürlich von der Seite. Ah, das ist natürlich jetzt scheiße. Deswegen, ich habe nämlich gehört, ich habe mir sagen lassen, man kann, wenn man keine Bomben mehr hat, die in der Bombentasche mitnehmen, so, also aufheben praktisch. Wieder dran ist. Ja, tatsächlich sammle ich mal eben hier auf. Mann, ist das spannend, mir zuzusehen, wie ich diese Bomben aufsammle und die hier nicht mehr aufsammeln kann. Hui. Egal. Eigentlich wollte ich jetzt cool und episch im Hintergrund zeigen, die Bomben explodieren, aber nein. Uns wurde wieder mal alles vermaselt. Dann deswegen wäre ich jetzt schon wieder fast zu weit gefahren. Voila. Voila. Welche Überraschung, wo wir hier gelandet sind. Nein, die brauche ich gerade nicht. Ups. Hoppala, da hätte ich mich fast von dem Ding runtergekickt. Ja, so eine Intelligenzbestie ohne Mist. Nehme ich mal irgendwas Ungefährliches. Oder steck's einfach weg. Obwohl, so ein Netz ist ja gar nicht so ungefährlich, wenn man drüber nachdenkt. Ich habe jetzt kein direktes. Doch, man könnte zum Beispiel jemanden damit den einfangen und den daran ersticken lassen oder sowas. Oder es ist so scharf, dass man den damit ins Gesicht schneidet. Ah, vergessen wir jetzt das Thema. Ist kein schönes Thema. Ne, ganz und gar nicht. Aber war ja auch nur eine Tatsache. Schnipp, schnapp. Faden ab. Hätte ich mir jetzt irgendwie ein bisschen epischer vorgestellt, aber durch diesen Zoom, den wir eben hatten, habe ich doch erkannt, dass auf der Rückseite nochmal dasselbe auf uns wartet. Aua, aua. Aua, 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 aua. Weg ist ein bisschen weit. Boah, das riecht hier gerade so. Also ich glaube, ich hätte das Fenster doch lieber zulassen sollen. Als würde jemand irgendwas verbrennen. Leute, mir jetzt schon Kopfschmerzen, ey. Ah, doch, diesmal sieht es besser aus. Schnapp. Der zweite Faden ab. Das heißt, wir werden jetzt einfach mal durchrollen können. Warum da oben jetzt Gegner sind? Keine Ahnung. Wenn ich ehrlich sein soll, denn die Gegner konnten uns ja nicht aufhalten. Vielleicht kann ich jetzt von der anderen Seite nochmal dahin. Ja, anscheinend schon. Ja, ich kann ja nicht hier überleben lassen. Denn wie wir gehört haben, ist das ja gar nicht ihr Tempel. Oder wahrscheinlich nicht ihr Tempel. Gehe ich jetzt mal von aus. Der Rubin hat sich aber gewehrt. Stopp, 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 stopp. Oben war doch sicher noch was, oder? Eine Straße zum Speichern, aber dafür ist es definitiv noch zu früh. Wir überrollen harmlose rote Tiere. Das ist natürlich sehr gemein. Ja, also ich finde das ja eigentlich nicht okay, ne? Ich meine, die Tiere sind ja doch irgendwie niedlich und liebenswürdig. Was ist das? Ich glaube, hier ist
Ich wollte mal sagen, zum Glück ist das kein Multiplayer, wenn man jetzt hier mit zwei Steinen rollen würde. Ich glaube, man würde sich nur noch gegenseitig trollen, ne? Aber ich sehe jetzt eigentlich keine Schwierigkeit dran, darüber zu kommen. Die haben mich jetzt etwas überrascht, muss ich zugeben. Mein Schild ist ja wieder voll. Warum das denn? Oh je, wenn ich jetzt hinfallen würde, das würde mich wahnsinnig ärgern. Aua. Schmeiß mich nicht in die Lava, du Sack. Hat mein Käferchen kaputt gemacht. Habt ihr das gesehen? Meine, den können wir jetzt auch ignorieren. Das ist jetzt nicht das Problem. Vor allem, weil wir jetzt wieder ganz viele Erden bekommen haben. Und jetzt wahrscheinlich endlich einen Schlüssel bekommen werden. Der lang ersehnte Schlüssel. Auf den warte ich jetzt schon so lange, dass es gar kein Schlüssel ist. Krasse Sache. Da wurde ich verarscht. Aber ich weiß jetzt auch gerade gar nicht mehr, wofür ich den Schlüssel eigentlich gebraucht hätte. Komm. Das war ein gemeines Viech, das hat verdient zu sterben. Obwohl ich darüber ja nicht urteilen darf. Und jetzt. Uah. Ja, keine Sorge, fällt schon nicht runter. Aber was soll ich denn jetzt hiermit anfangen? Ah, ist klar, ist klar. So ergibt das doch alles schon viel mehr Sinn. Jetzt allerdings müssen wir natürlich ins Ufer fahren, weil da jetzt schon viel, viel, viel zu hoch ist für uns. Ich denke, einen Raum schaffen wir heute noch. Ich hoffe. Wir haben gleich noch die Möglichkeit zu speichern nach diesem Raum. Sonst wird das halt heute mal eine längere Folge. Wir buddeln doch so gern im Sand. Ich sollte mir mal irgendeinen Song dafür überlegen, den ich mal dazu singen kann, jetzt ehrlich. Ich meine, es gibt ja so gut wie zu jeder Arbeit irgendwas zum Singen. Wenn man sich ja zum Beispiel diese Schiffstypen da, wie heißen die? Wow, wow, wow. Das war gemein. Aua, dann noch rückwärts gegen den Stein. Die Schiffsjungen da. Wahnsinn, diese Ausbeute an Stein. Nur, da wollte ich aber auch fast dran gelegt. Meine Güte, das war aber schon recht gemein. Verstauen. Ich nehme meine zu viel, ich bin gierig. Herzchen, Herzchen überall. Ach so. Verstehe ich nicht. Wenn ich ganz ehrlich sein soll, ich verstehe das nicht. Oder ich verstehe das doch. Ja, ich verstehe es. Das habe ich natürlich nicht gesehen, ob es das wirklich ist. Gar nicht. Ich bin ein bisschen auf dem Schlauch. Ha, da habe ich es mal wieder hingekriegt.
Gar nicht so schlecht. Langweilig, da wollte ich das schön über den Z Z Z Z. Ja, schön. Schönes Wort, aber. Oder ja, Buchstabe, aber. Eigentlich wollte ich sagen, schön über den Zaun springen. Ich bin keine Kobra, nein. Schön über den Zaun springen. Aber nein, das wurde mir verwehrt. Uah, es geht doch da rein. Das ist natürlich raffiniert gemacht. Doch, doch, muss ich sagen, das ist natürlich sehr gemein hier. Musik hat aufgehört. Finde ich jetzt wohl ein bisschen sonderbar, muss ich sagen. Das gefällt mir eigentlich nicht so. Erstens war das viel zu einfach und zweitens hat die Musik aufgehört. Oh, ich denk, kann mir denken. Einen auf Indiana Jones machen, habe ich gehört. Da bin ich ja froh, dass Link fast an Indiana Jones ist und das geschafft hat. Doch, ich würde sagen, jetzt ist Schluss, liebe Leute. Da seht ihr die Tür zum Endboss. Und leider muss ich euch noch bis morgen dieses Geheimnis, wie soll ich das sagen, vorenthalten. Ja, das trifft gut. Und dann sehen wir uns morgen, wenn es heißt, auf geht's zum Boss. Yahoo!